Hallo, wieder habe ich ein Bild aus dem sehr guten Twitter-Kanal Quiztime genommen, um noch ein paar Recherchetechniken durchzugehen. Hier sehen wir natürlich hier hinten Corona. Es wäre jetzt ein leichtes, danach zu suchen und herauszufinden, welche Firma das ist. Aber in diesem Bild verstecken sich doch einige andere interessante Aspekte. Zum einen sehen wir hier Oberleitungssysteme für Busse, die da installiert sind. Dazu komme ich gleich noch. Wenn man reinzoomt, sieht man hier Verkehrsschilder, die recht deutsch aussehen, also ein Oberleitungssystem möglicherweise in Deutschland. Und wenn wir hier noch mehr reinzoomen, sehen wir hier etwas, das wie Georgstraße aussehen könnte. Ja, so vielleicht. Also verschiedene Hinweise, die wir haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Google nutze und sage Oberleitungsbusliste, Deutschland, dann kriege ich es von Google schon gleich angezeigt. Muss ich gar nicht mehr den Wikipedia-Artikel aufschlagen. Und ich sehe, es gibt drei Orte in Deutschland, in denen solche Systeme genutzt werden. Ja, wie immer kenne ich das Ergebnis. Von daher überspringen wir hier. Wir wissen, es ist in Eberswalde. Eberswalde, Georg. Straße. Tja, und jetzt schalten wir unser Street View an. Gehen mal hier hin. Und wir stellen fest, es gibt kein Street View in der Georgstraße. Tja, was könnte man machen? Naja, es gibt ja nicht nur Google, es gibt auch Mapillary. Das wurde von Facebook gekauft. Georgstraße, Eberswalde. Und Mapillary fährt jetzt nicht so sehr die Straßen ab, sondern hat vor allem Fotos, die gemacht wurden. Und jeder dieser Punkte ist ein Foto. Dann kann ich halt hier hergehen und praktisch mir diese Sachen genauer angucken. Und das war jetzt kein so gutes Foto. Das hier schaut gut aus. So. Und hier sehen wir Corona, Georgstraße, die Kirche. Zoomen wir noch mal ein bisschen raus. Gut, die Kirche sehen wir hier jetzt auf dem Bild nicht, aber dieses Gebäude, Georgstraße. Ja, und natürlich gibt es nicht nur Mapillary, auch Yandex hat einen Kartendienst, auch Bing hat einen Kartendienst, auch CartaView gibt es. Und es gibt sogar so Dienste wie Dual Maps, wo man einen Ort in mehreren Karten gleichzeitig sich anschauen kann. Also von daher, wenn es mal kein Street View gibt, kein Problem, einfach bei den anderen Diensten gucken. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.